So, herzlich willkommen, meine Lieben. Und wir müssen jetzt noch die, was hat sie denn eigentlich noch hier? Ich will nicht eingebildet klingen, Mandy, aber jetzt werde ich die Blumen und deine Auszeichnung vom Ratsmann bekommen. Vielleicht wird er mir zu Ehren auch eine Party schmeißen. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ach, was für ein Tag. Na, lass uns gehen. Wo gehen wir denn hin? Bonnie rennt schnell wie ein Blitz zum Ratsmann. Da muss ich mal gucken, ob ich da... Wo denn? Ah, da beim Ratsmann. Bei dem Typen. Ja. Ich will wieder diese Perspektive von unten wie vorher. Die war cool. Ja, hallo. Ja, Uhrmacherin Big Ronnie. Ja, haben wir uns ja schon lange nicht mehr... Hä, wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Hä, wo ist sie denn? Was, hier stehen aber auch halt 400 Billionen Leute irgendwie. Aber die Big Ronnie doch nicht. Der Hund da hinten ist ja putzig. Wie sie alle in hier meinen Haufen stehen, aber Ronnie ist nicht da. Schön dich zu sehen, Big Ronnie. Wenn du schon da bist, könntest du vielleicht die Uhr reparieren. Hä? Hä, wo steht sie denn? Toll, danke, jetzt muss ich auch wieder los. Ah, sie kriegt überhaupt kein Fame. Ach, da steht sie mit ihrem Kopf. Hier in dem Pferd von Lily Snowberg. Lily Snowberg, du hast die Big Ronnie gerade eben mit deinem Pferd in, ne? Was? Was hat er eigentlich gesagt? Er hat gar nicht gemerkt, dass ich weg war? Oh, bin ich so unansehnlich. Oh, ich bin nicht mehr wert als... niemand hat gemerkt, dass ich jahrelang weg war. Das ist ja schrecklich. Ich bin wertlos. Wie ein kleiner Krümel, eine Laus. Schnupf. Bitte entschuldige mich, Mandy. Ich muss zurück ins Silo und dort meine Tage in ewigen Kram und Einsamkeit verbringen. Ja, komm. Soll ich dich einpacken und dahin bringen, hä? Vielleicht. Hallo, Mandy. Kann ich helfen? Warum sieht Big Body so unglücklich aus? Was ist passiert? Ah, das verstehe ich natürlich. Sie war im Exil und weil sie dachte, sie wäre für den Untergang des Dorfes verantwortlich. Und jetzt, wo die Uhr repariert ist, haben sich eine andere Reaktion erhofft. Ja, was soll's? Was sollen wir wieder machen, Mandy? Alle haben Armbanduhren und Handys und niemand braucht die Rathausuhr. Na, wir müssen sie aufhalten. Ich werde noch einmal mit ihr sprechen, Mandy. Ja, dann sprech noch mal mit ihr, Ratsmann. Uhrmacherin Big Ronnie, bitte verzeih mir mein Auftreten vorhin. Du musst verstehen, dass ich ohne die Rathausuhr in den letzten Jahren morgens nie aufstehen konnte, da mich niemand mehr geweckt hat. Ich habe mich regelrecht in einen Zombie verwandelt. Aus diesem Grund war meine Reaktion etwas schwach. Inzwischen sind die Neuigkeiten aber in langsamem Gehirn vorgedrungen. Du hast eine grandiose Tat vollbracht, als du uns damals verlassen hast. Waren wir wahnsinnig enttäuscht und sauer auf dich. Wir konnten nicht verstehen, dass du uns mit einer kaputten Uhr allein lassen konntest. Nach ein paar Jahren verstanden wir dann, was für einen schwierigen und wichtigen Job du hast. Einer nach dem anderen von uns stieg in den Turm hoch, um die Uhr zu reparieren. Doch keinem ist es gelungen. Und schon einen Tag nach deiner Rückkehr funktioniert die Uhr wieder. Ja, vielen Dank, dass du dich hier in den Ratsmann reingestellt hast, wirklich. Du bist eine wahre Heldin. Aus Dank ernenne ich dich zur Silverglades Stadtuhrmacherin des ersten Grades. Uhrmacherin Big Ronnie, tausend Dank. Bitte verlass unser Dorf nie wieder. Ohne dich wird es untergehen. Niemand sagt das zu mir. Manno, die sagen immer nur alle, ja, Peggy, verschwinde jetzt endlich. Wusste ich's doch. Ich will nicht eingebildet klingen, aber ohne mich bleibt das Dorf einfach stehen. Ich werde nie wieder fortgehen. Nie wieder. Alles dank dir, Mandy. Und nimm dies als Geschenk für deine Hilfe. Ich muss wieder nach Hause. Nach 5 Jahren im Exil gibt es unfassbar viel zu putzen. Komm, mich nochmal besuchen, wenn du Zeit hast. Tschüssi. Oh Gott, ey. Ihr seht euch sicher bald wieder. Ja, da freue ich mich schon tierisch drauf. Hallo, Lina Rainroad. Lina Rainroad, wieso heißt sie Rainroad? Man heißt doch nicht Rainroad. Wir haben noch eine Aufgabe. Und zwar müssen wir da hinten noch... Warte, wie war das? Ah ja, genau, das verlassene Haus und die Unterlagen finden, denn immer noch ist Justin Moreland verschwunden und wir müssen herausfinden, wieso und wo Justin Moreland verschwunden gegangen ist und wer dahinter steckt.
Ja, das müssen wir herausfinden. Das ist ganz, ganz wichtig, von essentieller Wichtigkeit. Und wir, ich und Detective Mandy Masterdaughter und natürlich unser Polizeipferd Winter Madness müssen herausfinden, was passiert ist. Und dazu müssen wir uns hier ins Unterholz schlagen und nachsehen, was passiert sein könnte mit dem Haus. Jetzt müssen wir dazu erstmal das Haus finden. Aber ich habe meine Gang dabei, die wird mir sicherlich helfen. Gang, ausschwärmen, sucht das Haus, los, sofort. Ich brauche eure Unterstützung. Klebt mir nicht wie so ein Sack Erde am Huf, sondern schwärmt aus und findet das... ich glaube, ich habe das Haus gefunden, ihr braucht nicht auszuschwärmen. Gut, dass ihr nicht ausgeschwärmt seid. Schön, dass jemand mitdenkt. Und schon habe ich das Haus gefunden. Das sieht nicht so aus, als wären da noch irgendwelche Dokumente vorhanden, aber im Kay... Das sind immer irgendwelche Leute. Was macht die hier? Was macht die hier? Jetzt komme ich hier mit meiner Gang an und sie ist ja auch da. Ey, Emmy. Ey, pass auf, ey, ich mache hier Aufgaben, okay? Hey, geh bloß weg oder ich steche dein Pferd ab, okay? Naja, okay, sie fühlt sich wohl nicht sonderlich bedroht von mir, aber nun gut. Wir lassen sie mal da ihrer Arbeit nachgehen, whatever she does there. Aber na gut, wir kümmern uns nicht weiter herum. Wir lassen sie einfach mal da so weitermachen. So. Ich habe immer noch nichts Interessantes gefunden. Naja. Mal gucken. Oh nein. Oh Gott. Beschleunige doch nicht. Was ist denn nun los? Ja, ich habe mich hier mal wieder befreien können. Das habe ich noch nicht untersucht. So. Das habe ich noch nicht untersucht. Mann, ey, ich finde hier überhaupt gar nichts. Ah. Oh, ich hab's gefunden. Oh, eine Quest. Gang, ich hab's gefunden. Und all diesen Müll solltest du nirgendwo ein Buch... Nein, das ist ja gar keine Stimme, das ist... Unter all diesem Müll solltest du irgendwo ein Buch über die Familie Silverglade finden. Das Buch fällt schon auseinander und viele Seiten sind durch Feuchtigkeit beschädigt. Du findest, wonach du suchst. 1965 war die Baroness mit Herrn John Sandman verheiratet, gemeldet in Firegrove. Ah, in Firegrove. Du nimmst das Buch besser mit zum Landgut, sodass Alex es nicht sehen kann. Was heulen sie denn hier rum? Ich habe ihnen gerade gesagt, sie sollen nicht die ganze Zeit hier so wie so wild gewordene Wildschweine hier immer ins Bild rein sich drängen, nur weil sie im Fernsehen sein wollen. Quatsch, ich mache doch nur Spaß. So, Gang, los. Sarah, Chloe, wir haben eine Aufgabe. Auf geht's. Und zwar, ich weiß noch gar nicht. Ach doch, ich muss das Alex berichten, was ich gefunden habe. Und zwar, wer der Vater, jetzt habe ich schon wieder, wer der Vater, jetzt habe ich das gerade gelesen und habe es vergessen. Auf jeden Fall einer in Vale. Ja, war das? Nein, in Groove, hier in Firegrove, genau. In Firegrove, spricht man das so? Firegrove. Firegrove. Grove, ne? Grove. Gang, wie spricht man das? Grove, Grave? Groove? Nee, Firegrove. Oh Gott, ich muss mich um Winter Madness kümmern. Oh Gott. Tut mir leid, ich wusste schon, dass ich mich gleich verschluckt, deswegen war ich kurz so ruhig. Mal einen Schluck trinken. Ah, das schmeckt. Ist das jetzt 1:30 oder was ist das? Oder ist das 1:30 oder... Warum kommen immer so random hier diese Championats-Dinger da? Was heißt das jetzt? Ist das jetzt 1:30? Kann mir das mal bitte jemand erklären, wann immer die Championats sind? Was soll dieses Stunde 30, eine Stunde, sind das Minuten oder sind das wirklich Stunden oder... Ich begreife es nicht ganz, ehrlich gesagt. Oh nein, ich muss ja da... Oh nein, ich muss ja da hoch. Kommt, ich habe mich verrannt. Tut mir leid, liebe Gang. Ich habe mich verrannt. Wir müssen jetzt da hoch. Oder? Ich denke, ja genau, zum Weingut. So schnell, schnell. Richtung Weingut, um da dann Alex auf jeden Fall über diese dramatischen Wendungen zu informieren, die hier
passiert sind. Das ist nämlich richtig, richtig krater Hasser-Tobak. Richtig krater Hasser-Tobak. Hasser-Tobak. Na los. Seid ihr eigentlich schneller als ich? Nö, oder? Nö, das passt schon. Mein Pferd hat ein PS und es ist das stärkste Pferd in diesem Land. Denn es ist Winter Madness. Winter Madness. Oh ja. Ich müsste mal einen Song machen über meine Karriere in Star Stable und über meine krassen Pferde und was hier so abgeht und so. Und überhaupt und warum sie alle so mad sind. Oh ja, genau, warum? Wieso die alle Madness heißen? Habe ich das schon erklärt? Nein, habe ich noch nicht erklärt? Komisch. Vielleicht habe ich mir noch gar keine Geschichte dazu einfallen lassen. Hm, doch, doch, bestimmt. Die habt ihr nur bestimmt vergessen. Ich habe das bestimmt schon mal erklärt oder so. Ansonsten werde ich das vielleicht noch irgendwann mal tun. Wer ist das? Wer steht da? Liv Green Star? Hm, na gut. Alex. Oh wow. Wow, ist wirklich ein altes Buch. Es fällt ja fast auseinander. John Sandman, sagst du? Ich frag mich, wer das ist. Oh nein, ich kann heute nicht mehr weitermachen. Oh nein. Gang, ich kann heute nicht mehr weitermachen. So, wir sind jetzt im neuen Schnitt. Ich musste irgendwie hier so gerade so ein bisschen blöd cutten. Das ist jetzt eigentlich... Blöd. Die Jenny ist auch dabei. Jenny, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch die Missionen oben beim Pferdesportcenter und natürlich muss ich noch schauen, was da in dem Wald hatte ich doch, glaube ich, noch irgendwie was bei dem alten Haus oder nicht oder doch oder was? Oder nicht? Oder doch? Oder ja? Oder nein? Ich weiß nicht. Die Gang ist nicht da, aber die Jenny ist da. Und ich hoffe, die Jenny hilft mir jetzt hier ein bisschen beim Suchen. Wir haben, glaube ich, noch ganz wichtige Aufgaben auch zu erledigen, was das Verschwinden von Justin Moreland angeht. Ja, da wird das noch ein bisschen spannend, würde ich mal sagen. Ich muss dann auch mal irgendwann vielleicht mein anderes Pferd rausnehmen und leveln. Wir haben jetzt Winter Madness auf Level 4. Das ist noch nicht so prall. Aber... Ja, das wird schon. Jenny, kommst du? Jenny ist da. Jenny kommt. Alles klar, passt. Sehr gut. Ja, ich wollte nur gucken, ob du mich überholst oder nicht. Oder doch, oder? Nein? Ja? Jo, alles klar. Wieso sagt sie jo? Okay, egal. Jetzt hier kurz knapp... Oh Gott, gerade noch so den Sprung geschafft. Hier am... Steves Stall vorbei. Oh Gott, nein! Oh Gott, hup mich doch nicht so an! Was ist denn mit dir los? Was ist denn los mit dir, Mätrisch? Oh Mann, wo ist Jenny hin? Ist Jenny noch da? Ich glaube, Jenny ist weg. Ihr müsst dazu wissen, dass gerade der Server abgekackt ist. Und jetzt... ja, gut. Wir verfolgen weiter trotzdem unser Ziel vielleicht... wird die Gang gleich noch dazu stoßen. Ich weiß nicht, ob Jenny jetzt weg ist oder... Naja, gut. Egal. Wir gucken mal nach, was passiert ist. Da vorne ist irgendwo die Mission. Da vorne war ja auch irgendwo dieses abgebrannte Häuschen. Die Frage ist jetzt nur... Die Frage ist nur... Was gibt's zu tun? Und wo, das Häuschen ist doch da rechts, oder nicht? Hm. Aber die Mission ist genau vor mir. Hä? Da genau, da rechts hinten ist das Häuschen. Ah, oh, ah! Hä? Moment, wieso? Wer reitet da? Wer reitet da? Stehen bleiben! Halt, stopp! Bleiben Sie sofort stehen! Ich mache eine Untersuchung. Halt! Ach, das ist Sonja. Hi Mandy, ich bin Sonja. Ich bin ausgeritten, aber es gibt so viel Müll im Wald, dass ich jetzt versuche, ein wenig Ordnung zu schaffen, sodass unsere Pferde und andere Tiere keinen Schaden davon tragen. Du glaubst nicht, was die Leute einfach in den Wald schmeißen. Hilf mir, den Müll zu sammeln. Ja, okay, Sonja. Ich wüsste zwar nicht, wer jetzt Müll, aber okay. Ihr Pferd guckt ein bisschen überrascht. Finde ich ein bisschen lustig. Wer schmeißt denn hier? Was liegt denn da? Flaschen? Flaschen liegen im Müll? Oh Gott, Sonja, hier liegen Flaschen! Du kannst hier gleich daneben liegen.
Oh, da hinter diesem komisch aussehenden runden Stein liegen noch mehr Flaschen. Was ist das hier für ein Monolith? Warum sind da so komische, dämonische, dädrische Zeichen drauf? Waren da wieder irgendwelche Satanisten am Werk und haben wieder einen Dämonenlord beschwört und dann sagen sie immer, sie spielen Herde oder sowas? Ich glaube ja, dass das sind alles irgendwelche dämonischen Anbeter und die beschwören hier dann irgendwelche Geister aus fremden Dimensionen und Welten, die über diese Welt herfahren sollen und sie vernichten. Ja. Habt ihr gerade gesehen, der Vogel hieß Birdie. Sehr knuffig. Ah, Flasche? Flasche voraus! Noch eine Flasche voraus. Wo kommt denn nur der ganze Müll her? Das ist ja unsäglich. Oh Gott, Pferdchen abgestürzt. So, hast dich wieder... Ah ja, okay. Müssen wir mal gucken. Mich würde aber trotzdem gerade mal interessieren, ob da jetzt noch irgendwie oben was an dem Haus ist, was wir irgendwie noch machen müssten. Weil da waren wir doch letztens und mit Alex, oder? Wenn ich richtig mich erinnere. Ach, Jenny! Ja, what the fuck, Jenny! Was geht ab? Jenny? Ach so ist das. Mir wird da gerade... Jenny, kann es sein, dass du hier die eine oder andere Flasche im Wald vergessen hast? Ich weiß. Also das ist ja bei uns, bei den Cyborg Dolphins, sag ich mal, da wird schon viel gefeiert. Aber... Jenny, deine Flaschen hier liegen zu lassen. Jenny, guck das mal an. Da liegt eine Flasche, eine olle Buddel. Dann liegt da noch eine Buddel und Dreck. Also Papier, ne? Ich nehme das ja gern mit, aber das nächste Mal kannst du das ruhig selber entsorgen. Ja, auch da haben wir hier so wild gefeiert die letzte Woche, dass hier noch der ganze Müll von uns rumliegt. Das kann natürlich sein, ne? Ich weiß nicht. Das laut dem Wochenplan der Cyborg Dolphins ist da schon extrem viel Party hart dabei. Jenny, was meinst du? Wann können das unsere Flaschen gewesen sein? Aber ich glaube, wir räumen unseren Müll eigentlich immer weg. Gut, okay, Jenny, also ich will jetzt das nicht vorwerfen und so, aber das nächste Mal, also wenn das wirklich deine Flaschen sein sollten, dann schmeiß sie doch irgendwo bitte wieder in den Altglascontainer oder sowas, ne? Muss ja nicht hier liegen lassen. Und wenn das nicht deine Flaschen sind, dann habe ich natürlich nie etwas gesagt. Dann ist das alles okay und du hast dich vorbildlich verhalten, wie immer. Wir sollten das mal Sonja berichten, dass das vielleicht unsere Flaschen gewesen sind, aber ich glaube eher nicht. Irgendwer anders war schuld. Wahrscheinlich diese Uhrmacherfrau oder Big Bonnie oder so. Sonja, Moment, warten Sie bitte, hallo. Wow, du findest eine Menge Müll. Wow, du findest eine ganze Menge Müll, was soll das denn? Gute Arbeit, ich glaube, es ist sicher zu reiten. Es besteht keine Gefahr für die Tiere. Gefahr für die Tiere? Hä, die einzige Gefahr hier draußen bist du, Alter, weil du so ein Bullshit laberst. Meine Güte, Sonja, what the hell? So, Jenny, komm, wir haben keine Zeit, uns mit sowas hier zu beschäftigen. Pff, unglaublich. Pff.